Bei Let's Play Together Dark Age of Camelot. Brause, wie sieht's aus? Ja, hallo, sage ich erstmal und dann kann's losgehen. Ja, Ist wie. wird wahrscheinlich wieder für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein. Ihr dürft also nicht zu doll lachen. Ich habe hier gerade Aber so ein übles Ruckeln drin. Ich hoffe, das verschwindet gleich wieder, sonst muss ich noch mal gucken. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf den Live-Servern angekommen. Mussten uns erst wieder ein bisschen zurechtfinden, wieder zum Ausbilder. Und gucken, wie wollen wir skillen, welche Fähigkeiten brauchen wir, bla bla bla. Ihr kennt das Spielchen, das hat quasi schon eine ganze Folge gedauert, deswegen, die haben wir gar nicht aufgenommen, das ist ja langweilig. Dann haben wir uns überlegt, ich bin 42, Brause ist 40, ich weiß nicht mehr, warum ich zwei Level weiter bin als Brause. Vielleicht haben wir auch alle die falschen Chars eingeloggt, haben ja noch ein paar mehr. Bleiben jetzt aber in der Konstellation. Brause macht den leeren Eldritch, ich mache den, ja, sieht man ja, Baden. Und jetzt suchen wir Gegner. Wir sind hier nach Drumkain teleportiert, weil der Teleportermann uns gesagt hat, hier, das wäre so ungefähr unser Levelbereich. Da stand 35 plus. Ja, dann geht's mal los. Also ich habe gesehen, es hat sich inzwischen das eine oder andere hier verändert. Für mich eine der auffälligsten Änderungen ist, dass ich jetzt wohl alle meine Songs gleichzeitig spielen kann. Also wenn ihr mal guckt, was da so blinkt, hier läuft Speed, Endu, Mana und der Heilsong. Der relativ nutzlose Heilsong. Oder zumindest war der früher relativ nutzlos. 44 extra sieht auch noch immer re relativ nutzlos aus. Die Imperianer, die will ich nicht angreifen. Die brauchte man, glaube ich, besser auf Friendly. Dann habe ich gesehen, ich habe so eine neue Fähigkeit. Wo habe ich sie hier? Crescendo nennt sich das. Kann ich. Die sind alle neutral bei mir. Bei dir hoffentlich auch. Die lassen wir auch auf neutral. Die greifen wir nicht an. Meine ich zumindest. Also Crescendo. Und da kann ich auf einen. Warte, ich bleib mal hier stehen, weil das ist mir. Ich werde ein bisschen nervös, wenn die hier so sind. Kann ich auf einen befreundeten Spieler casten und der hat dann im Kampf hat er 130% Bewegungsgeschwindigkeit. Also kann man im Kampf dann etwas schneller rennen. Die Fähigkeit kannte ich noch nicht. Die muss irgendwann in den letzten paar Jahren mal eingebaut worden sein. Sonst ist eigentlich alles mehr oder weniger beim Alten geblieben bei mir. Whisper of Nature. Weiß ich nicht mehr, ob es das schon gab. Beim Brause weiß ich gar nicht, ob sich da so viel verändert hat. Ich habe es jetzt ja auch nicht gesehen und Brause, du weißt jetzt auch nicht mehr, ob sich bei deinem Char irgendwas verändert hat, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob wir hier nicht vielleicht irgendwo einen netten Levelspot finden, wo man so ungefähr in unserem Alter einfach ein paar Mobs kloppen kann, um A, ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Oh, die sind rot. Und B, ja, erstmal wieder zurück ins Spiel zu finden, also zu den neuen Klassen zu finden. Der Eldritch ist ja relativ ähnlich wie der Runi, den wir zuletzt hatten. Das sollte sich eigentlich dann nicht viel anders anfühlen. Ich meine, hier wäre doch irgendwo in der Nähe so ein Spot mit so diesen kleinen Luri-artigen Leprechauns oder wie die heißen. Dunkel erinnere mich, aber wenn die jetzt hier auch rot sind, ist das natürlich blöde. War das hier nicht an so einem Leuchtestein oder so? Aber wenn der Bär schon rot ist, wenn Der jetzt ist schon. ein Kämpfer wär's Brause, dann hätte ich gesagt, hier ist ja kein Problem. Ne? Der ist Den für, schaffen wir. der ist für mich ja lila. Der, genau, stimmt, der ist ja für dich noch. Also da lassen wir die Finger weg. Ich gehe mal hier wieder raus und dann laufe ich mal außen rum, ob wir da noch andere Gegner finden. Wir könnten die Imperianer nehmen, aber aus irgendeinem Grund war es, glaube ich, besser, wenn man die auf neutral hatte. Weiß auch nicht mehr, was der Grund war. Prinzip könnten wir jetzt auch Permasprint schon machen, oder? Aber wir
müssen uns ja nicht stressen. Wir brauchen jetzt nicht sprinten, könnten es aber, weil wir ja den gelben Endo haben. Wobei ich weiß nicht, ob wir langer Wind dafür brauchen oder wie das nochmal hieß. Dass man einen Tick weniger beim Sprinten verbraucht hat. So, ist denn jetzt mal irgendwas hier, was kein Imperianer ist? Ich sehe nur Guardian Haru. Sieht aber auch so aus, als würde sie dazugehören. Wo sind denn jetzt hier mal richtig normale böse Mobs, die man einfach so gedankenlos umklopfen kann? Vielleicht da hinten, wo die Pilze leuchten. Wir haben uns überlegt, bevor wir uns jetzt ins RVR oder ins BG oder so stürzen, müssen wir einfach noch mal ein bisschen reinfinden hier. Ja, möchte ich auch am liebsten. Es gab da ja eine gewisse Gallia, die sich ganz schön lustig darüber gemacht hat, wie wir in Battleground auf Utgard abgefarmt wurden. Ja, fand ich ziemlich frech. So, ja. Halt. Die ist für mich grün. Was hat die für dich für eine Farbe? Grün. Auch grün. Ja, das brauchen wir nicht. Da schmeißt er einen Bolzen und das Ding ist kaputt. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Machen wir noch eine Runde um den See. Ja, wer hätte gedacht, dass das so schwer ist, hier mal passende Gegner zu finden. Ist klar, wenn man natürlich sagt, die halbe Zone, die will ich gar nicht angreifen. Ey, was sind das denn da hinten? Meermannen, aber die sind ja... grau. Auch noch ein bisschen gucken, ob ich die Tastaturbelegung so lasse, wie sie ist. Ich habe das eigentlich immer gerne, dass ich mit Q und E mich auch nach links und nach rechts drehen kann. Dass ich dafür nicht die Maus brauche. Jetzt habe ich mir aber hier schon seit alten Zeiten auf Q immer Face gelegt. Was, wie ich finde, auch für einen Baden besonders wichtig ist, einfach weil man halt irgendwas anklickt und dann Face drückt und dann instant anfangen kann zu casten. Ich laufe jetzt auf der anderen Seite am See entlang wieder hoch, aber brause, wenn wir jetzt nichts anderes mehr finden, dann legen wir uns halt mit den Imperianern an. Das haben sie dann davon. Ja. Wir müssen leveln. Ist ja nicht unsere Schuld, dass hier keine Bösen sind. Was war denn da oben mit der Mine? Mit der... die Funkelmine. Funkelmine... Könnte das? Das müsste doch unser Levelbereich ungefähr sein, oder nicht? Weiß es nicht. Warte mal, Zonenbeschreibung. 27. The Mainland's Most Dangerous Dungeon. Ja, das ist definitiv für uns geeignet. Wenn es nicht sogar für uns noch zu schwer ist. Gut gesehen, Brause, gut gesehen. Auf zur Funkelmine. Hat nur einen Nachteil.
Ist alles relativ eng da drin und du bist einer, der auf Reichweite ausgelegt ist. Ja, dann. Aber wir werden schon eine passende Stelle finden. Und im Notfall, ich kann ja heilen. Ich heile dich dann einfach so lange, bis ich die Aggro habe. Ne, dann stehst du wieder frei und kannst ihnen dann den Rest geben. So, Markt wieder. Ist jetzt natürlich ein bisschen Lauferei hier. 10 Minuten um und noch nichts passiert. Können wir vielleicht die Zeit ein bisschen überbrücken? Ich beschwere mich mal über das Wetter. Wir hatten heute draußen 35 Grad im Schatten. Und das ist mir als eher, ich weiß nicht, kühl angelegten Menschen definitiv zu viel. Was sind das denn für welche? Ach, Ja, die sind auch auch wieder. graue und so. Ich weiß, Brause, du bist auch gerne mal im sonnigen Süden und lässt dich da, was weiß ich, in Griechenland, Spanien oder sonst wo in die Sonne, wenn du kannst. Für mich wäre das nix. Naja, ihr hattet im Schatten, wir hatten im Garten 35 Grad. Good morning, do you like my Patch 1.21? Hä, was? Oh, da Oh, ist jetzt habe einer. ich die Bösen gefunden, ne? Sprint an. Sprint an, Brause. Ja, warte. Dafür ist die Face-Taste halt super. Ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Hast ja dein super Baden dabei, kann ja nichts schief gehen. So, da oben müsste der Eingang sein. Wenn ich mich nicht irre, ist das der Eingang. Jawohl. Und dann schauen wir mal. Ja, good morning, do you like my patch? Wie ist das jetzt der Patch-Programmierer? Der meldet sich hier persönlich im Chat zu Wort, glaube ich ja eher nicht. So. Die sind hier orange für mich. Wie sieht das für dich aus? Oranga. Das ist spannend, aber machbar. Dann hole ich mal zwar irgendein. Ja, nimm irgendwas, Ach. was ganz weit weg ist und dann hau deine 1, 2 und die 3 raus, so gut du nur kannst. Der da jetzt ganz nah vor uns ist, der ist nicht weit weg, ne? Ne, der ist neutral, allerdings, der greift dich nicht von sich aus Also. an. Ja, warte, dann mache ich mal. Probiere ich jetzt mal. Ich habe den jetzt mal festgewurzelt, Brausi. Du musst jetzt von ihm weggehen. Du musst jetzt von ihm weggehen. Der ist festgewurzelt, aber er haut dich halt die ganze Zeit. So. Kann ich ihn aber wieder bolzen, ne? Jetzt solltest du ihn bolzen. Komm, ich mache hier auch nochmal. Zack, zack. Oh, jetzt ist er fast tot, aber leider nur fast. Brause, du müsstest dich ein bisschen von ihm wegbewegen. Er ist allerdings nicht mehr so schnell auf den Beinen. Das musst du ausnutzen. Ja, jetzt ist er schon wieder dran. Jetzt lauf ein paar Schritte weg. Nee, nee, nee. Muss schon ein bisschen weiter sein. Sonst haut er dich trotzdem. Ja, ich habe Angst, dass ich hier oben rausfliege, wenn ich ein paar Schritte zu viel Ja. gehe. So, und raus, raus. Tak, 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 tak. Und. Okay, warte, kann ich den. Ich gebe den jetzt den Rest so. Ja, das ist geht, aber es ist nicht. Er ist tot, Brause, er ist tot. Oh, jetzt hast du da schon den nächsten dir geholt.
War nicht sehr clever, ne? Nee, das war nicht sehr clever, da reinzurennen. Jetzt habe ich die Aggro. Ist ja natürlich schlau. Ja, so ist gut. So ist gut. So machst du das richtig. So, ich wurzel ihn fest. Ich wurzel ihn fest. Pass auf. Er ist festgewurzelt. So, jetzt wartest du, bis deine Bolzen wieder da sind. Geh ruhig noch 2, 3 Schritte nach hinten. Und dann 1, 2 und dann gib ihm die 3, bis er kaputt ist. Ach, das war schlecht. Hättest mit den Bolzen eröffnen müssen, weil die mehr Schaden machen. Ja, der war aber noch nicht gar. Da hättest du warten müssen. Er ist aber schon fast tot und deswegen sehr langsam. Jawohl. Also es ist möglich, es macht ein bisschen nervös und ist schwierig, aber es ist definitiv möglich. Wie lange laufen deine Schildbuffs noch? 2 Minuten. Ja, mach die mal neu. Nicht, dass die mitten im Kampf ausfallen und dann haut ihr dich einmal und du fällst mir tot um. Ja, wunderbar. Ich weiß noch nicht, wie weit ich hier zurück kann, ohne dass ich hier rausfliege aus dem Spiel, aus dem... Ja, und ich habe dich auch gar nicht gebufft, fällt mir gerade ein. Die Buffs waren ja weg, nachdem... So, den Resi-Buff gebe ich mir auch nochmal selber. Und ganz wichtig, Unterwasseratmung. So. Ganz wichtig. So, soll ich den Glowworm dann nochmal versuchen? Ja, wenn du den da erwischt. Wenn er dann bei dir ist, dann... Ja, genau. So, und noch ein. Gib ihm. Hämmer immer die Taste so lange, bis er tot ist oder dich haut. Sehr schön. Das war sehr schön. Und da hinten, da ist so ein Trammer. Der war vorhin weiter weg. Da warte ich aber erst einmal, bis er wieder rausgeht. Ja, ja. Wenn er da hinten steht, dann ist das besser. Und Trammer, jetzt geh auch raus. Achtung, es geht los. Jo, ich bin bereit. Mehr. Mehr. Okay, ich wurzel ihn fest. Er widersteht immer mein... Oh, warte, ich benutze auch, glaube ich, den falschen Zauber. So, jetzt, nein. Jetzt habe ich ihn. So, warte in aller Seelenruhe, bis deine Dings wieder bereit sind. Und dann gibst du ihm den Rest. Ah, schön. Hehe, ich habe Festwurzeln gesagt. Ja, durch den Mana-Song haben wir auch quasi kaum Downtime. Also eigentlich gar keine. Den Wurm nochmal wieder versuchen, oder? Ja, warum nicht, ne? Hat doch eigentlich ganz gut geklappt. Der ist jetzt ganz weit. Oh, da hat er einen Bolzen, aber böse widerstanden. Okay, Festwurzeln kommt. Ist festgewurzelt. Zack. Das ist Teamwork. Da ist wieder so ein Trammer, guck mal. Ah ja, warte, jetzt muss ich ja erstmal eine Bolzen wieder. Ja, ja. Ah, der ist weggegangen. Schade, ich würde gerne wissen, wenn ich noch einen Schritt zurückgehen kann, aber... Probier doch aus. Ja. Guck mal, wie weit du gehen kannst und dann kommst du wieder rein. Also bis hier... Reicht ja, wenn ich hier stehe. Ja.
Ja, bis hier zu der Wand kann man gehen. Man darf dann wahrscheinlich nur nicht da den Gang weiter hoch. Ja. Na, der Tram, der jetzt gerade hier vorbeiging, war rot. Den wollte ich dann nicht machen. Ja, das stimmt. Rote sind für Caster immer ein bisschen schwierig. So als Tank mit Heiler geht das in der Regel. Aber als Caster hast du dann einfach zu viel Resists und dann ist er dran und dann. Ich kann ihn zwar routen, aber zu oft können wir das Spielchen auch nicht machen. Na gut, solange es immer nur einer ist, also entweder er haut dich, dann kann ich dich heilen, Oh. oder er haut mich, dann kannst du ihn kaputt machen. Das ist schlecht, da kann ich ja nicht mal dran vorbeirennen, wenn ich den einen, wenn du den hier festgesetzt hast. Ja, mir fällt jetzt gerade, wo ich so über dieses Problem so ein bisschen nachdenke, fällt mir ja ein. Ach, wir sind ja in Hibernia. Wir haben ja Stun-Nuker. Du hast in einer deiner Linien, hast du so einen Betäubungszauber, wo du ihn mit Level 40, bestimmt schon 5 oder so Sekunden lang oder sogar 6, ich weiß es nicht, betäuben kannst, sodass er sich nicht rührt. Auch wenn du ihm Schaden machst. Jetzt frag mich aber nicht, in welche. Das müsste in der Lichtbasislinie sein. Also eine von den ersten dreien, die irgendwie lichtbezogen ist. Und der hat vielleicht so ein lilanes Symbol. Ja, ich glaube, könnte es sein. Wie heißt er denn? Prismatic Sheen. Richtig, Prismatic, ja genau, der ist das. Ne, dann machst du deine zwei Bolzen und dann machst du erstmal den Prismatic Sheen und dann bleibt er stehen und dann kannst du in aller Seelenruhe den Direct Damage auf den machen, bis er kaputt ist. Oh, aber trotzdem wollte ich das jetzt nicht mit dem Roten probieren, der ist doch ziemlich nah dran, wa? Ja, wenn er nach hinten wegläuft, dann können wir es mal probieren. Aber der wird relativ vielen Zaubern widerstehen. Also da wird wahrscheinlich nur jeder zweite Zauber von dir überhaupt treffen. Ja, der will da glaube ich nicht weggehen, der Sound. Ich überlege, ob ich ihn locke, nach da drüben hin locke und ihn dann. Aber das Problem ist, wenn dann ungünstig respawn ist und ich hier von so einem kleinen. Nehmen wir doch den da hinten. Guck mal, ganz in der Ecke links hinten, da ist so ein kleiner, weiß ich nicht, Skorpion oder sowas. Jetzt ist er da an der Wand hinten. Der ist weit Ja, und weg. den versuche ich jetzt mal. Dann probier den Prismatic Sheen. Er hat da widerstanden. Ja, dann hau ihn normal kaputt. Festwurzeln. Kann ich? Ist festgewurzelt. Ja, der ist hier direkt an der Ecke. Trotzdem hingehauen, was ich, der, ich sag, hab den Trammer da gesehen. Ja, Ich denke, wollte sie oh. nicht. Ja, das war schon richtig gedacht. Der ist zwar neutral, aber besser Vorsicht als Nachsicht. Aber jetzt haben wir Der hinten so ist einen laut. schönen Wurm, ne? Naja, meinst du, ich kann da vorbei dran schießen, ohne Ja, dass das der geht. Das eingreift? geht. Suchen wir das Spielchen nochmal. Warte mal eben, gucken, was für eine Reichweite der Sand hat. Die Bolzen 1875, glaube ich, und der Schien 1500. Ja, hat er auch widerstanden. Ist festgewurzelt.
Also steht um die Ecke. Ja, ich weiß nicht, die gehen immer so rüber irgendwie dann. Hoho. Nice. Ja, so ein, hatten wir nicht früher auch immer so ein Sofortzauber? Quickcast-Taste. Mhm. Für den letzten Notfall. Aber solltest du mit mir dabei selten brauchen. Nein, aber dann hätte ich, dass ich bitte da irgendwo hinlege. Ja, ja, ich habe mir den immer auf die Null gelegt. Aber es gibt, glaube ich, relativ wenig Situationen, in denen du dann als Eldritch mit dem Schnellzauber. Ja, ja, vielleicht ein Stun, das könnte helfen. Wenn der so auf mich zukommt, der Stun hat nicht gegriffen, kann ich wenigstens noch einmal ein mit meinem normalen Damage. Ja, aber nee, nee, das, ich route den dann und du gehst auf Abstand. Na gut, jetzt könnte ja so ein Würmchen mal wieder kommen, ne? Da ist ein Nocker, ein Silberminen-Nocker. Aber der ist rot, ne? Ach so, für mich ist der orange. Ja, wenn er ein Stückchen weggeht, könnte man ja vielleicht das Wagnis eingehen. Aggressiv, der geht nicht weg, der bleibt da an der Ecke stehen. Der ist aggressiv? Der ist aggressiv. Sonst hätten wir ja mal hier an dem Trammer vorbei, ja, bis zur Ecke gehen können, mal da in die Richtung schauen. Aber es wird hier nicht besser. Also ich, ein bisschen kenne ich mich hier noch aus und so richtig gute Stellen für einen Range-Caster gibt es hier nicht. Der Trammer war auch rot, ne? Jo. Dann muss man es halt versuchen. Ja. Aber lass uns den Nocker versuchen, weil du dann, wenn mehr Platz hast zum Weglaufen. Ah ja, stimmt. Sonst besteht natürlich die Gefahr, dass jetzt gleich in die Würmchen wieder. Ja, das stimmt natürlich. Aber irgendwas ist ja immer. So, jetzt steht da eigentlich besser, wird da nicht mehr stehen. Donk, oh. Ich nicht. Ich glaube, du musst nach links rüber, hier wo ich stehe. Jo. Aber genau ist jetzt ein Wurm gekommen. Ja, die Würmer sind aber auch neutral, die sind nicht so gefährlich. Ach so. In der Nocker. Der hängt wieder an der Kante. Wo sie immer hängen. So, ich habe auch noch ein bisschen mitgeholfen. Viel Schaden kann ich nicht machen, aber so ein bisschen. Ja, aber geht doch. Mhm. Wieder den Wurm. Alles klar. Ah, diesmal hat's geklappt. Jawohl. Sag dein Mal. Ja, doch, ein bisschen ist raus, aber. Na, komm, füll dich auf. Doch, großer Tick. Bis gleich wieder voll. Ja, dann. Müssen wir nicht jetzt auch wieder
Dings muss machen. Cut, ja, ich wollte es gerade sagen. Es ist fast soweit. Noch einmal hier die Buffs raushauen. Und dann. Ja, sag du. Ja, ich hätte ja auch, als der Knocker da kam, hätte ich auch mein Bubble nutzen können, ne? Ja, der fängt einen Schlag auf. Ja, immerhin. Okay, das probieren wir dann, wenn in der nächsten Folge. Bis dahin, cut.